Diktate aus dem deutschen Schrifttum. August Winnig. Meine Mutter. So oft ich darüber nachdenke, wie meine Mutter mich erzogen hat, immer erkenne ich mehr, wie ihre Erziehungsarbeit ein Kunstwerk war. Von meinem 10. Jahre an, als mein mir im Alter nächster Bruder gestorben war, habe ich allein im Mittelpunkt ihres Denkens und ihrer Sorgen gestanden. Meine Geschwister waren erwachsen und gingen ihre eigenen Wege. Ihnen war als Kindern im Kommen und Gehen mancherlei Freiheit zuteil geworden. Ich stand unter aufmerksamster Aufsicht und strengen Geboten. Ich fühlte fast körperlich die Zügel ihrer Leitung und wollte mir oft einreden, es sei nun Zeit, sie abzuwerfen, und überhaupt tue mir Freiheit Not. Ich muss noch sagen, dass meine Mutter in unserer Stadt in hohem Ansehen stand. Es war doch eine Zeit, wo sich jeder über jeden erhob, der weniger hatte als er. Es war die Zeit, wo man die Armut verachtete. Von meiner Mutter hatten auch die reichen und reichsten Leute der Stadt die ehrlichste Achtung. Wenn ich mir vorstellen will, wie man Armut mit Würde tragen kann, so steht immer meine Mutter vor mir. Sie war eine rechte Frau und Mutter, und es war kein Falsch an ihr. Das hat ihr Gott gelohnt. Die Liebe, die von ihr ausging, kam von den Menschen zu ihr zurück. Wie muss man dankbar sein, wenn man solche Mutter hatte?